Großes hatten sich die Volleyballer des SV Rot-Weiß-Weißenfels am letzten Heimspieltag der Saison vorgenommen. Den dritten Tabellenplatz schon sicher in der Tasche, hatten sie am Sonntag die Möglichkeit, vorzeitig Vize-Landesmeister in der Landesoberliga zu werden. Gute Chancen also, und die wollte man schon gegen die Gäste vom VC Bitterfeld-Wolfen 2 nutzen. Und so legten die Devils auch gleich wie der Teufel los. Bis zum 10:5 lagen die Gastgeber ständig in Front, doch dann kämpften sich die Gäste langsam heran und konnten beim 10:10 erstmals in diesem Spiel ausgleichen. Die Rot-Weißen konnte das aber nicht beirren. Sie zogen das Tempo wieder an, die Blöcke standen dicht und der Vorsprung wuchs wieder. Recht deutlich wurde der erste Satz dann auch mit 25:19 entschieden. Wesentlich ausgeglichener gestaltete sich dann Satz Nummer 2. Die Gäste von der Bitterfelder Bundesliga-Reserve hatten sich nun auf das Spiel der Weißenfelser eingestellt. Diese waren zwar wie schon im ersten Satz besser gestartet, aber diesmal gelang der Ausgleich schon beim 5:5. Insgesamt 8-mal zeigte die Anzeige Punktegleichheit in diesem Satz an, bevor sich die Gastgeber wieder auf ihre Stärken besannen und schließlich auch diesen Satz mit 25:22 gewinnen konnten. Richtig spannend wurde es dann im dritten Satz. Er war der längste und im Spiel am härtesten umkämpft. Rot-Weiß startete wieder stärker, wurde dann aber fast von den Gästen überrollt. Erst ab dem 15:20 aus Gastgebersicht kämpften sie sich zurück ins Spiel. 6-mal konnten sie Satzbälle für Bitterfeld-Wolfen abwehren, mussten sich aber dann doch mit 28:30 geschlagen geben. Ja, vielleicht hat man doch uns ein bisschen zu sicher gefühlt nach dem 2:0, was relativ deutlich war, die ersten zwei Sätze. Und dann kommt der Schlendrian und man sieht dann, Annahme kommt nicht und da kann der Zuspieler dann auch nicht die Pässe so verteilen, wie es sein soll. Der Schock hielt aber nicht lange an. Die richtige Antwort auf den verlorenen Satz folgte prompt. Die Mannschaft rückte wieder enger zusammen und zwang die Gäste in Fehlern. Gleich der erste Satzball saß und mit 25:18 gewannen die Weißenfelser den Satz, das Spiel und den Vizemeistertitel. Ja, also mit dem Spiel an sich bin ich schon zufrieden. Also Bitterfeld ist eine starke Mannschaft, das wussten wir. Hatten wir auch schon im Hinspiel Schwierigkeiten, die machen uns immer Probleme. Und ja, deswegen 2 Punkte, Sieg, bin ich zufrieden. Wir haben nächste Woche noch ein Nachholspiel in Burg und dann ist am 16.03. in Zeitz dieser letzte Gesamtspieltag, wo alle 10 Oberligamannschaften präsent sind. Ja, wir wollen unser Ding durchziehen. Wir fahren auf Sieg. Sicherlich wird uns Burg nichts schenken. Wir haben auch, sind als heimstark bekannt, haben da auch eine große Kulisse, wollen sich da sicherlich auch ordentlich verkaufen. Wir haben natürlich jetzt erstmal den Druck nicht mehr so. Wir können stolz sein auf unsere Leistung über die Saison, aber wir wollen es natürlich auch noch super zu Ende bringen.